Ja, als nächstes kommt ein sehr schönes Projekt, mit dem sicherlich, dass viele, die hier sind, Anknüpfungspunkte haben werden. Das nennt sich nämlich Coffee Time. Nach vorne kommen Jan André, Jana, Tobias, Nils, Elisabeth und Lars. Und die Mentoren waren Claudia, Felix und Murdoch. Ihr nehmt euch einfach die Mikros, die sollten auch an sein, wenn eure Vorgänger die nicht ausgemacht haben. Und dann wird das hinten abgemischt. Okay. Ja, sie fängt an. Ich muss übernehmen. Ja, dann fängst du an. Ja. Hi, wir sind das Team Coffee Time. Funktioniert das? Und wir haben ein Problem. Wir mögen Kaffee und wir sind oft unterwegs und wir haben nicht viel Geld. Also wollen wir oft einfach nur einen Kaffee von einem Automaten haben, aber so ganz auf den Genuss verzichten wollen wir ja auch nicht. Also haben wir überlegt, wir bauen ein Vergleichsportal für verschiedene Kaffeesorten von verschiedenen Kaffeeautomaten. Und weil das sehr spezifisch ist, haben wir das dann noch ausgeweitet auf Kakao und Tee, damit mehr Leute noch angesprochen werden können. Und das war unsere Idee. Genau, dann wie wir das umgesetzt haben, wir haben unser sechsköpfiges Team in zwei kleinere Unterteams aufgeteilt. Einmal, alles in Ordnung? Ah, okay, sie muss sich einmal kurz anloggen. Ich rede weiter. Wir haben uns halt eben in zwei Teams aufgeteilt. Einmal das Frontend-Team, das ist einmal Lars, Tobias und Elisabeth und einmal hier auf der Seite Jan André, Jana und ich. Wir haben uns um das Backend gekümmert. Also worum geht es? Das Frontend-Team hat sich darum gekümmert, wie stellen wir die Daten effizient dar. Es gibt eine Karte, die wird gleich Elisabeth zeigen, wie man das Ganze darstellt. Wir haben auch ein Layout, sich ein Design ausgedacht und dann haben wir festgestellt, es muss natürlich auch irgendwas dahinter passieren. Heißt, irgendwer muss sich darum kümmern, dass die Daten gespeichert werden, sortiert werden, verwaltet werden und dass das auch irgendwie dann noch sinnvolle Daten sind und auch ein bisschen was Daten sammeln. Heißt, wir haben ein bisschen was auf Google Maps geschaut, welche Cafés gibt es hier in der Umgebung in Köln. Und dafür gibt es halt eben das Backend. Wir drei haben uns dann halt eben gekümmert, einen Server aufzusetzen. Den haben wir mit Node.js implementiert. Das ist eine recht neue Technologie, was Server angeht. Und haben auch einen kleinen Raspberry Pi benutzt. Das ist dieser kleine Computer, den hat man bei dem Team davor gesehen. Unserer steht da hinten in der Ecke. Der ist so ein kleines Schildchen. Auf jeden Fall steht er dort und macht fleißig seine Arbeit. Und damit haben wir das dann umgesetzt. Sonst nimmt das hier einfach. Genau, das ist unsere Startseite. Hier unten sieht man direkt ein kleines YouTube-Video, das ist eingebunden. Einfach, warum sollte man so viel Kaffee trinken? Weil Kaffee ist nämlich eigentlich ganz gesund. Vom NDR sehr zuverlässige Quelle natürlich. Hier oben hat man ein Menü. Da kann man als erstes mal auswählen die Karte. Da kann man sich einfach überlegen, okay, hier in meiner Umgebung, was ist da jetzt? Zum Beispiel habe ich jetzt hier was gefunden. Da klicke ich drauf, dann kommt ein kleines Pop-up-Window. Ich sehe ganz kurz, wo kauft man den Kaffee? Und eine generelle Bewertung, wenn ich jetzt hier auf mehr Informationen klicke, sehe ich, was genau für Getränke verkauft dieses Brauhaus hier. Und nochmal genau den Preis, die Art des Getränks und die Bewertung. Ich kann jetzt sogar selber noch eine Bewertung abgeben, wenn ich sage, das 3 Sterne, stimmt jetzt aber gar nicht so. Dann kann ich jetzt hier auswählen, wie viele Sterne würde ich dem ganzen Ding geben und das dann abschicken. Der nächste Punkt, den man hier im Menü erreicht, ist ein kurzes Ranking. Das heißt, wenn man sagt, okay, mir ist es jetzt zu viel Arbeit, alle Teile anzuklicken und zu schauen, wo ist der beste Kaffee, dann kann man halt einfach schauen, okay, hier die beste Bewertung ist 5 Sterne. Und dann kann man sich halt aussuchen, welchen von den Kaffees, wohin möchte ich da gehen. Genau, und als letztes haben wir noch ein kurzes Formular, weil wenn man feststellt, ich habe irgendwo Kaffee getrunken, der war super toll, aber den finde ich auf der Karte gar nicht. Dann kann ich hier einmal kurz alle Informationen eingeben, das Ganze abschicken und dann erscheint das tatsächlich auch auf der Karte. Das funktioniert ganz gut mit dem Backend. Genau, das war's auch schon. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.